Willkommen zu einem Video, mein Name ist Bachi. Heute geht es um den Start bzw. Dark Start von meinem 90P. Im letzten Video habe ich euch ja das Hardscape davon gezeigt. Also wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut hier oben, da ist es verlinkt. Heute ist es soweit, nach fast 2 Monaten, wo kein Wasser in dem Aquarium drinnen war und ich an den Hardscape gebaut habe, wird das Aquarium jetzt endlich geflutet mit Wasser. Ich werde hier einen Darkstart machen, so wie im letzten Video erwähnt, hauptsächlich auch wegen den Wurzeln. Da sind so 7 Kilo Dark Dragon Skin Wurzeln und die sind ziemlich problematisch mit dem Bakterienrasen. Also die entwickeln einen sehr starken Bakterienrasen. Da ist es auf jeden Fall besser, wenn man einen Darkstart macht. Vor allem, weil ich auch hier viele Aufsetzerpflanzen benutzen möchte. Und dann würde das fast nicht funktionieren mit einem normalen Start. Also Darkstart, was ist das überhaupt? Das heißt, man startet ein Aquarium ohne Licht, ohne Pflanzen und ohne CO2 und lasst nur den Filter laufen und das für 4 bis 5 Wochen, je nachdem, wenn so Wurzeln drinnen sind, die was mehr Bakterienrasen haben. Kann man das auch länger machen. Also ich werde jetzt mal schauen, wie lange es bei mir dauern wird. Ich mache dann immer einmal die Woche einen Wasserwechsel. Wenn der Bakterienrasen jetzt ziemlich schlimm ist, werde ich vielleicht ein bisschen öfter einen Wasserwechsel machen, aber mal schauen. Aber grundsätzlich mache ich bei einem Darkstart einmal die Woche 50% Wasserwechsel und benutze Nitro 2 von Aka. Das ist ein Bakterienzusatz und der hilft dabei, die Starterbakterien aufzubauen in Aquarien. Also man spart sich dann ziemlich viel Wasser wechseln, denn beim normalen Start bei einem Aquarium sollte man am besten Fall jeden zweiten Tag einen Wasserwechsel machen, die ersten 1-2 Wochen und dann auch eher häufiger einen Wasserwechsel, weil sonst einfach zu viel Nährstoffe im Aquarium sind. Und so läuft das Ganze. Man kann keine Algen bekommen, weil kein Licht eingeschaltet ist. Wenn jetzt daneben ein Aquarium läuft oder im selben Raum manchmal Licht ist, ist das eigentlich nicht so schlimm. Also ich habe das jetzt schon öfters gehabt, dass ich neben dem Aquarium, was ich in Darkstart gemacht habe, ein anderes stehen hatte und es hatte keinen Einfluss. Also wenn das jetzt nicht wirklich extrem angeleuchtet wird, ist das nicht so schlimm. Also man braucht da nicht das Aquarium zudecken, damit kein Licht reinkommt. Das ist alles nicht nötig. Dann werde ich in dem Fall den Darkstart mit Leitungswasser machen. Für einen Darkstart braucht man kein Osmosewasser, das ist nicht so wichtig in dem Fall. Ansonsten benutze ich schon Osmosewasser bei meinen Aquarien, aber das erspare ich mir jetzt. Dann geht das Ganze auch schneller und ist auch nicht so zeitaufwendig. Da ich ja alles verklebt habe, können noch keine Wurzeln aufschwimmen. Also ist das auch auf jeden Fall wichtig, dass man alles verklebt, damit man nicht die Wurzeln irgendwie beschweren muss und dann schauen muss, ob wann die untergehen. Den Soll habe ich jetzt in der Zeit, wo ich das Aquarium gestartet habe, immer wieder besprüht mit Wasser, weil ich es ja nicht gleich gefüllt habe und über mehrere Tage, Wochen das Hardscape gebaut habe. Und wenn man den Soil einfach immer wieder besprüht und feucht hält, ist das kein Problem. So, und dann werden wir es sogar einmal befüllen. Ich benutze so eine Dakagi Schlauchtrommel und habe hier den Brausekopf, was dabei ist. Der macht das ganz fein, ist ganz gut eigentlich, wenn man mit Leitungswasser Wasser wechselt. Ich werde jetzt mal überall ganz leicht drüber gehen, damit der ganze Soil nass ist, damit er nicht aufschwimmt. So, das Aquarium ist jetzt fast voll. Jetzt fehlt aber noch der Filter, deswegen lasse ich das Wasser noch leer und werde jetzt den Filter installieren. Das habe ich auch schon im Video gemacht, hier oben ist es verlinkt, wo ich den Filter erkläre, den Oase Biomaster und wie ich den bestücke für das vorige Layout. Da bleibt alles gleich, also genauso bestückt wie beim letzten Layout. Ich habe jetzt hier erstmal einen braunen Schlauch, vielleicht wechsle ich den noch zu durchsichtigen, weil ich ja Glas und Ausläufe habe, aber vielleicht wechsle ich auch zu Edelstahl ein und Ausläufen. Dann habe ich hier auch noch neue V-Filterschwämme. Die alten waren schon so dreckig, die habe ich einfach neu gekauft, dass ich die austauschen kann. Das Filtermaterial vom vorigen Filter habe ich einfach übernommen, das habe ich heiß abgewaschen und ich hatte keine Algen oder so weiter, die was jetzt schlimm waren, deswegen ist das kein Problem. Den einen Schwamm habe ich einfach wieder ausgetauscht, den hatte ich noch, weil habe ich ja nicht alle verwendet. Aber ich habe hier wieder 2 Kilo Matrix in etwa drinnen und einen Filterschwamm und der Rest ist leer. Dann habe ich hier Filter Ein- und Auslauf. Da habe ich jetzt auch schon ein bisschen überlegt, wie ich die Ein- und Ausläufe platzieren werde. Zuerst habe ich gedacht hier vorne, aber das wird auch nicht viel bringen, weil dann wird die Strömung hier abgebremst werden. Deswegen habe ich hier entschieden, die kommt da hinten hin. Da ist genug Platz. Den Filter Einlauf muss ich sogar vorne machen, weil hinten einfach zu wenig Platz dafür ist. So, der Filter läuft jetzt. Ich werde jetzt dann das Licht abschalten und werde Nitro 2 dosieren. Das werde ich jetzt täglich machen,
18 Milliliter pro 180 Liter, also laut Verpackungsanweisung. So, 3 Wochen sind jetzt im Darkstart vergangen. Der Bakterienrasen ist schon ziemlich stark und ich werde jetzt wieder einen Wasserwechsel machen. Ich habe jetzt so jede Woche eine gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt schon den 4., also ein bisschen weniger als eine Woche immer dazwischen. Damit man die ganzen Stoffe, was das Wasser färben von der Wurzel und den ganzen Bakterienrasen wegkriegt, würde ich da schon empfehlen, viele Wasserwechsel zu machen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Wie man sieht, das Aquarium ist auch relativ trüb, aber es ist schon wieder besser als am Anfang. Ich habe hier den Schlauch zum Wasserwechseln, mit dem lasse ich das Wasser ab. Ich habe hier ein Abfallventil. Am anderen Ende zum Klo auch einen, die sind jetzt beide offen und dann halte ich das einfach zum Filter hin, damit sich der Schlauch mit Wasser füllt und das abfließt. So, jetzt fließt auch das Wasser ab. Jetzt werde ich mal versuchen, den ganzen Bakterienrasen mit dem Schlauch abzusaugen und dann auch mit einer Zahnbürste alles abzuschrubben und dann abzusaugen, damit das Ganze schneller geht und schneller weg ist. Ich habe hier die Schlauchtrommel mit dem Schlauch und da werde ich jetzt alles ein bisschen runterspritzen, damit das auch ein bisschen weggeht. So, und jetzt werde ich mal das ganze Wasser ablaufen lassen. Das, was ich jetzt mit dem Wasser wechsle, also ich lasse das Wasser ab, tue den Bakterienrasen abputzen, tue die Scheiben putzen und dann lasse ich wieder Wasser ein. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch so 2-3 Wochen warten, bis der ganze Bakterienrasen weg ist und dann werde ich bepflanzen. Mittlerweile ist das Wasser auch ziemlich klar, also es ist schon recht gut, aber es ist immer noch relativ viel Bakterienrasen, aber der wird schon auch weggehen. Dann schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon mal einen Darkstart gemacht habt. Also bei mir ist es jetzt schon fast standardmäßig, dass ich einen mache, weil das einfach viel besser läuft als ohne. Es heilt jetzt gerade ziemlich, also wenn euch das auffällt, dass der Ton nicht so gut ist, dann werde ich hier gerade umbauen, aber dazu kommt dann in den nächsten Videos mehr. Dann war's mit dem Video, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.